Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute vielleicht die Lösung, warum Christoph keine Algen hat. So, wenn Sie mal durch Japan fahren, die Gewächshäuser der Züchter, also das ist äußerst selten, dass man da mal Algen sieht. Wir hatten ja letztes Jahr die Situation in unserem Einglashaus, wo keine Fische drin waren, da haben sich Blaualgen gebildet, die hat uns Sandra Lechleiter noch erklärt. Die haben wir daran erkannt, dass sie möglichst oder dass sie sehr stark fluoreszierend grün waren. Also Blaualgen sind fluoreszierend grün und nicht blau, wie es der Name verrät oder vermuten lassen würde. Und hier, ansonsten muss man sagen, sind eigentlich auf den Farmen in Japan Algen eigentlich überhaupt kein Thema. Und man kennt es auch in dem Maße nicht in den Privatteichen. Also als Konishi und Co., als die das erste Mal hier in Europa waren und dann diese Algenparadiese unsere Kunden gesehen haben, da waren die wirklich weg. So, warum haben wir so viele Algen? Der Grund ist der hohe pH-Wert. Und nicht nur der hohe pH-Wert, sondern auch das Calciumcarbonat, die Carbonathärte, die wir im Wasser haben, weil die Alge in der Lage ist, im Zuge der biogenen Entkalkung einen wichtigen Stoffwechseldünger daraus zu ziehen. Ganz einfach, stellen Sie sich vor, die nimmt die Carbonathärte, zerlegt die, holt sich CO2 raus, was sie braucht, gerade wenn Teiche CO2-Mangel haben. Und im nächsten Schritt fällt CaCO3, also Kalk, aus. Und das ist dann das, was wir oft in den Teichen sehen, was diesen weißen, harten, richtig krustigen, harten Belag an den Teichwänden gibt. So, was ist, wenn wir keine Carbonathärte im Wasser haben? Wenn keine Carbonathärte da ist, dann fehlt den Algen einfach ein wichtiger Stoffwechseldünger. Klar, die können freies CO2 auch von den Fischen bekommen, wobei man sagen muss, das, was die Fische an CO2 abatmen, das gast auch relativ schnell aus. Wir haben auch hinten gesehen bei Christoph, der hat eine starke Belüftung, also da haut man schon richtig CO2 raus. Und übrigens ist das auch einer der Gründe, warum in Japan, wenn man immer bei den Züchtern sieht, in den Becken, entweder haben sie riesen Bakischauer, diese Rieselfilter nennen die da drüben Bakischauer, und die haben mördermäßige Belüftungen im Teich. Das ist nicht nur, dass sie den Sauerstoff reinkriegen ins Wasser, sondern das hat auch oder in manchen Fällen sogar überwiegend die Bewandtnis, dass man das überschüssige CO2 rausbekommt. Sie sehen ja, die Becken sind manchmal massiv besetzt. Dann würde ich das CO2 nicht ausgasen, nicht aus dem Wasser raustreiben regelrecht. Dann könnte es zu einem Säuresturz kommen, dass einfach der pH-Wert immer tiefer fällt, bis die Fische irgendwann tot sind. So. Und irgendwie hat es Christoph geschafft, dass er genau diese Situation hier auch hinbekommt, weil er fährt den Teich mit dem pH-Wert von 6,9. Und ich habe Ihnen im vorangegangenen Blog, wenn Sie den mit dem Filter angeschaut haben, habe ich Ihnen zwei Wasseruhren gezeigt. Dann habe ich ihn gefragt, also Christoph, das erklärst du mir jetzt, warum du zwei Wasseruhren hast. Wenn er mir dann gesagt hätte, ja, wenn die eine kaputt geht, dass er dann über die andere sieht, wie viel es war, dann hätte ich gesagt, naja, das ist vielleicht alles ein bisschen ein Overkill, ist Overpaced, weil da reicht ja ein ungefährer Wert. Und die Leute, oder Leute wie Christoph, wollen einfach wissen, wie viel Frischwasser geben sie da rein. Und dann sagt er zu mir, nein, das eine ist Zisterne 1 und das andere ist Zisterne 2. Dann sage ich, arbeitest du mit Regenwasser? Dann sagt er, ja. Und zwar zu 90-95%. Oder wenn es der Regen hergibt, fährt er ausschließlich mit Regenwasser. Und wenn Sie mal die ganzen alten Blogs anschauen, ist Regenwasser genau das, was ich den Leuten empfehle, nicht zu verwenden, weil eben die Carbonathärte fehlt. Im Regenwasser ist die Carbonathärte null. Ist ja nur quasi ein Regen entsteht ja über die Verdunstung und eine Carbonathärte bleibt im Wasser und das Wasser alleine verdunstet. So, und da ist es einfach gefährlich, weil die Carbonathärte einfach der Puffer ist und dafür sorgt, dass es eben nicht zu dem gerade beschriebenen Säuresturz kommen kann, wo dann der pH-Wert unter 6, unter 5 fällt und die Koi schlussendlich sterben. Und auch die Besonderheit in Japan, und das ist auch da der Grund, warum die eigentlich keine Carbonate im Wasser haben. Wir sind hier im Kalksteingebiet, Kalksandsteingebiet, das ist verschiedene geologische Schichten. Und in Japan ist alles vulkanischen Ursprungs, also die haben nicht in dem Maße Kalk. Konishi hat zwar relativ viel Carbonathärte mit 4, was aber im Vergleich zu Deutschland oder gar der Schweiz noch relativ wenig ist. Und Christoph geht einfach her und speist seinen Teich mit Regenwasser. So. Und das heißt, er hat im Prinzip das Gleiche, wie wenn in Niigata irgendein Bauer unten aus dem Boden aus 6, 7, 8 Meter Tiefe irgendwelches Grundwasser fördert. Da ist die Carbonathärte auch irgendwo zwischen 0 und 1. Dann war natürlich meine erste Frage, wie ist dein pH-Wert? Den habe ich Ihnen schon verraten. Dann sagt er, der liegt bei 6,9, überhaupt gar kein Problem. Und dann sage ich, und wie oft musst du aufhärten? Dann sagt er, ja, das hängt immer davon ab. Also er misst, und ich kann jetzt jedem nur empfehlen, der das nachstellt,
messen. Und ich würde mich da auch nicht unbedingt auf nur ein Messgerät verlassen. Und dann sagt er, manchmal ist es einmal in der Woche, manchmal ist es nur alle zwei Wochen, wo er mit Calciumcarbonat aufhärtet. Und auch in so einem System ist es wichtig, und den Unterschied habe ich Ihnen wirklich schon oft erklärt, unbedingt mit Calciumcarbonat arbeiten, weil dann geht, wenn Sie das reingeben, der pH-Wert auf maximal 7,2 hoch. Und wenn Sie mit Natriumhydrogencarbonat arbeiten würden und Sie geben das rein, dann geht der pH-Wert nicht auf 7,2 hoch, sondern schießt auf 8,2, 8,3, 8,4, geht dann wieder runter in den nächsten Tagen und dann müssen Sie es wieder reingeben und dann schießt er wieder hoch und das bedeutet für die Koi Stress. Aber so, wie es Christoph macht, kann er seinen pH-Wert zwischen 6,9 und 7,2 wunderbar steuern. Aber das ist ein Expertensystem. Expertensystem heißt, Sie müssen sich damit auskennen und Sie müssen die Konsequenz im Management haben, es auch wirklich immer zu tun. Und wenn Sie keine Zeit haben, brauchen Sie jemanden, der es tut. Oder wenn Sie im Urlaub sind, dass Sie einfach sagen, Sie schalten jetzt vom Zisternenwasser um auf Leitungswasser, das einfach über den Wasserwechsel, über zum Beispiel einen kontinuierlichen Wasserzulauf, dass dann einfach so gesteuert wird, dass genügend Carbonate reinkommen und dass ein Säuresturz verhindert werden kann. Aber die Idee ist geil und das ist auch, ich habe ja vorher gesagt, das Wasser ist sensationell. Das Wasser sieht wirklich aus wie in Japan, jetzt nicht nur von der Anzahl der Schwebstoffe, die drin sind, sondern einfach die Haptik, so wie ich immer sage, nicht Haptik, die Optik, so wie ich es immer sage, Konishi sagt, aber das können Sie wahrscheinlich schon immer hören, Koi-Teichwasser muss aussehen wie frischer Sake. Es muss klar sein und es muss aber die Geschmeidigkeit haben, dass der Sake von Alkohol bekommt. Und genau so ein Wasser haben wir hier. Und jetzt hat sich's geklärt. Also zum einen natürlich über über das Regenwasser, weil es ist wie in Japan, dass keine Carbonate enthalten sind. Was er noch macht, ist, dass er ganz einfach hergeht und Austernschalen in seinen Filter legt, dann sage ich, und lösen die sich dann auch tatsächlich auf. Dann sagt er, keine Ahnung, die liegen da irgendwo im Filter drin. Und das hat man dann auch gesehen, unter der Filterplatte sind ein paar Austernschalen noch zu sehen gewesen, schön im roten Säckchen, wie man die kennt. Ich gehe davon aus, dass die sich nicht wirklich auflösen. Und die Japaner haben ja auch immer unfassbare Mengen an Austernschalen im Filter, weil das hat was damit zu tun. Das freie CO2 ist nicht immer freies CO2. Also das freie CO2, was nachher Austernschalen, das Argonit der Austernschale auflösen könnte, das ist eigentlich nur in einem pH-Wert deutlich unter 7 in signifikanten Mengen da, dass es die Austernschalen auch wirklich auflöst. Also wenn Sie irgendwann mal in Ihren Filter schauen und die Austernschalen sind weg, können Sie davon ausgehen, dass Ihr pH-Wert mal über längere Zeit bei 6,5 war. Und Sie können damit auch eins nicht, einen Säuresturz, einen kurzfristigen verhindern. Was zum Beispiel in solchen Anlagen immer kritisch ist, so eine ganz typisch kritische Situation, Sie füttern über den Futterautomat, 1 Kilo am Tag, 1,5 Kilo, gibt ja so Wahnsinnige, die in 20.000 Liter so viel, also wahnsinnig ist positiv, ich bin Futterverkäufer, die in so einem Teich so viel Futter versenken. Jetzt lassen wir das bis abends durchlaufen, die Fische haben CO2 abgeatmet ohne Ende. So, und dann haben sie keine Algen, jetzt haben sie in so einem Teich wahrscheinlich abends sogar einen sehr tiefen pH-Wert. Und jetzt gehen sie genau um 8 Uhr aus dem Haus, gucken danach nicht mehr im Teich und um 8 Uhr fällt ihnen ihre Belüftung aus. So, wenn die Belüftung ausfällt und dann plötzlich das ganze CO2 im Wasser bleibt und auch das, was von den Fischen noch abgeatmet wird, dann kann das einen pH-Sprung von 1 bedeuten. Und das ist eben die ganz, ganz, ganz große Gefahr von Teichen, wo sie ohne Carbonathärte fahren. Und auch das nochmal begründet, warum das Expertensysteme sind. Und ich kann nur sagen, er hat wahrscheinlich 1, 2, 3 Luftpumpen am Laufen. Und da ist es wirklich wichtig. Eine einfache Redundanz würde ich da auch nicht machen, sondern so wie die Japaner auch, Ringleitung, bla bla bla, so dass immer gewährleistet ist, dass irgendwie Luft ins System kommt. So, jetzt haben wir den ersten Teich gesehen, der ausschließlich mit Regenwasser gespeist wird. Er zeigt ein phänomenales Wasser, er zeigt keine Algen. Ich bin begeistert, will es aber Ihnen nicht empfehlen, das genauso zu tun, weil das ist ein Ritt auf Messers Schneide, wobei Christoph da schon relativ lange drauf reitet, erfolgreich. Also, vielen Dank an Christoph, dass wir das jetzt auch mal sehen durften und miterleben durften. Und ich bin mir sicher, dass es den einen oder anderen, der keinen Bock mehr hat auf Aufsalzen, keinen Bock mehr auf irgendwelche anderen noch schlimmeren Algenvernichter hat, dass der das jetzt mal versucht und sich schon gerade überlegt, wie kriege ich jetzt das Wasser? Ganz wichtig, keine Kupferdachrinnen verwenden. Und auch wenn es lange Zeit nicht geregnet hat, nicht den ersten Schlunz gleich in den Teich reinlassen. Also, habt ihr etwa Kupferdachrinnen? Ja. Christoph sagt, ja, er hat Kupferdachrinnen. Und jetzt muss ich noch einen Faktor mit reinnehmen. Das kann natürlich auch bedingen, dass Kupfer tötet Algen.
Ja, auch das kann jetzt noch mit dazukommen, dass hier der Kupfergehalt im Wasser so hoch ist, dass das auch die Algen tötet. Wobei das Kupfer können wir wirklich aus der Formel raus subtrahieren. Und das ohne Algen, ohne Carbonathärte funktioniert trotzdem. Weil zum Beispiel, wenn man eine Salzsäuresteuerung hat, ist es genau das gleiche Phänomen. Sie haben dann eine Entkarbonisierung. Wenn Sie Salzsäure reinkippen und die Carbonathärte dazu, dann löst sich die Carbonathärte auf. Darum brauchen Sie am Anfang relativ viel Salzsäure, bis die Carbonathärte mal weg ist. Und ist die Carbonathärte weg, sind auch die Algen weg. Jetzt werde ich erstmal mit Christoph noch mal ein klein wenig sprechen müssen, dass er sich irgendwie Kupferdachrinnen anschafft. Weil wenn das Wasser, in warmem Wasser ist Kupfer gut verträglich. Wenn die Temperatur mal kalt wird, dann kann das auch für die Koi relativ schnell vorbei sein. So, jetzt haben wir einen wirklich informativen, umfangreichen Blog über Algen, Regenwasser und die Gefahren, die daraus entstehen können, gehabt. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Ciao.